Spiel 2. So, ihr beiden, jetzt passt mal gut auf. Ha, habt ihr das gesehen? Wenn ihr das gleich mindestens genauso gut hinbekommt wie ich, dann wäre euch beim nächsten Spiel auf jeden Fall schon mal geholfen. Aber sind wir mal ehrlich. Also ich weiß nicht, wie ihr beiden das mit euren vier linken, tattrigen, alten Männerhänden hinbekommen wollt. Aber vielleicht kann euch das ja Steven beantworten. Der erklärt euch jetzt auf jeden Fall auch alle Details. Und damit zurück ins Studio. Über Bande. Vielen herzlichen Dank an Claire Oelkers. Ich kann denen das auch nicht erklären, aber was ich erzählen kann ist, dieses Spiel heißt Über Bande und ProSieben hat das perfekte Gegnergespann für euch beide gefunden. Der eine ist ein schlauer Kopf aus dem Profisportbereich, der andere ist ein gut gebauter Körper aus dem Kaputtmachbereich. Hier sind der ehemalige Bundesliga-Profi und Nationaltorhüter René Adler und Eisenfaust, Evil Jared Hasselhoff. Auf die Seite müsst ihr kommen. Moin, René. Kommt auf die Seite. Hello. Hallo. René, als Sportler hat man ja das Gewinnergehen in sich drin. Beim letzten Mal hast du die beiden schon geschlagen. Auch heute keine Gnade, oder? Auf gar keinen Fall. Es tat so gut. Also ich habe beim HSV gespielt, da habe ich nicht oft gewonnen. Und wenn ich hier mal gewonnen habe, das tun die immer noch nicht. Aber ja, aber das hat mir 3-4 Wochen, hat mir das wirklich ein gutes Leben. Oh, das ist also hochmotiviert. Dich haben wir lange nicht gesehen. Was hast du gemacht? In den letzten 5 Monaten? Ja. Gar nichts. Hör zu, bei diesem Spiel geht es darum, Gegenstände über Bande ins Ziel zu befördern. ProSieben hat dazu 3 verschiedene Runden sich ausgedacht. Wir spielen Best of 3, das heißt, das Team, das zuerst 2 Runden gewinnt, hat dieses Spiel gewonnen. Wir fangen mit einem Klassiker an. Nehmt doch bitte mal kurz Platz in unseren Bürostühlen. Evil Jared und René da und Joko und Klaas auf dieser Seite. Ihr müsst gleich ein Papierknäuel von diesen unterschiedlichen Distanzen über Bande in den Papierkorb werfen. Ja? Hier starten wir über Bande da rein und dann geht's jedes Mal ein bisschen weiter zurück. Ganz, ganz wichtig ist, es darf nur über Bande gespielt werden. Jedes Team hat zusammen 3 Versuche. Sollten die geschafft werden, gehen wir immer 1 Meter weiter zurück. Verstanden? Und dann kommt die 2. und dann kommt die 3. Runde, die erkläre ich dann. Wir starten mit Joko und Klaas. Hier ist das Papier. Also rollt dann einfach nach vorne mit eurem Bürostuhl. Wer möchte loslegen? Soll ich anfangen? Ich bin gleich. Ja? Ja? Einmal hier vorne hin, zur ersten Linie, 1 Meter Entfernung vom Papierkorb. Hier oder ganz nach vorne? Nee, ganz nach vorne zum dicken Balken. Machst du sowas manchmal zwischendurch in Meetings, Klaas? Nö. Nö. Dafür müsst ihr Meetings mitmachen. Gut, über Bande in den Papierkorb. Geschafft. Wunderbar. Jetzt kommt einer aus dem Team, René und Evil Jared. Wer möchte? Nee, ich bring dir das Papier. Ich bring dir das Papier. Darf ich kurz fragen, warum wir auf Stühlen sitzen? Das ist irgendwie cool. Ja, das ist cool. Ja, okay, gut. Ja, weil man im Büro das halt auch macht. Ja, ja, weiß ich nicht. Über Bande. Dann legt das rein, so lange Arme. Oh. Erster Versuch. Ihr habt 3 als Team. Willst du den 2 auch gleich machen? Ja, wenn du willst. Geschafft. Oh, wunderbar. Also mal spannend gemacht. Ja. Wir gehen 1 Meter zurück. Ja, nimm dir das Papier. Also, Entschuldigung. Also 1 Meter weiter zurück, 2 Meter Entfernung vom Papierkorb. Joko legt vor. Yes. Sehr gut. Sehr gut. So. Eigentlich, also ohne den Druck aufbauen zu wollen, René, aber als Torwart muss man ja eigentlich einen Ball auch passgenau zuwerfen können, oder? Ja, sollte man, ja. Es gibt ja auch, weil wir beim HSV waren, es gibt ja auch die Papierknäuel-Affäre mit Werder Bremen. Oh, lässig. Wer möchte, du oder Joko? Mir gleich, will ich anfangen? Den ersten, ja, mach du mal. Ich kann das nicht so gut wie du, glaube ich. Soll ich es im Liegen machen? So richtig. Wenn er dann reingeht, mega. Wenn er daneben geht, ultra scheiße. Nee, mach mal. Lass mal jetzt ernst. Ja, Play safe. Achte auf deine Füße. Yes! Oh. Sehr gut. Super gut. René oder Evil Jared, du?
ist ein Loch in der Wand hier. Tja, Jared. Ja, du hast noch. Nee, also ihr habt drei Versuche insgesamt. Also ja. Du könntest jetzt zwei machen oder du machst alle drei oder wie auch immer. Willst du? Okay. Ja, dann ja? Mach ich. Ja. Komm, ich gebe dir noch ein Stück Papier. Hier, ne? Jared, wie ist das so, wenn man so eine Aufgabe macht, wenn man so eine Aufgabe macht, wo es nicht nur um Muskeln geht? Well, das Problem ist, ich normales spiele ein ähnliches Game, Beer Pong, aber ich habe es nur versucht, nüchtern es zu machen. Ja, ja, ja. So, hier ist es ein bisschen unterschiedlich. Oh, so einen haben wir noch. It. Euer letzter Versuch als du? Team. Eine neue ja. Papierkugel. Nein, nein. Ja? Schaffst du das? Jared? Klar schafft er das. Ihr müsst nicht wechseln, das wisst ihr, ne? Das ist der letzte Versuch. Ich habe Vertrauen in meinen Partner. Okay, du hast Vertrauen in deinen Partner? Wow, Alto Belli. Gut, und weil es so schön war, René und Eva Jarrett, macht ihr bei der nächsten Weite direkt weiter. Ja. Wir sind bei 4 Meter. Direkt einen zweiten Versuch? Nee, Wechsel, oder? Dann. Dann mach ich nochmal hinten dran. Auch zeigen, dass es bei mir unter Druck geht. Hast du so grundsätzlich Ballgefühl, René? Ja, hab ich, ja. Oh. Jetzt, lass dich nicht. Jetzt ist das aber kein Ball. Klar. Ach so. Oh. So, jetzt. Warte mal. Jetzt sollen die erstmal vorlegen. Mm. Also ihr habt schon 2 Versuche gemacht. Jetzt machen die beiden 2 Versuche, falls sie brauchen, und dann genießen wir den letzten. Das wäre ziemlich cool von mir, ne? Das wäre cool von dir, ja. Würde ich so, allein wegen der Sensation, würde ich mich super cool fühlen, wenn es jetzt klappt. Aber wenn nicht, wäre halt auch super scheiße. Oh, ist aber direkt rein. Ja. Nein, ist scheiße. Nicht über Bande. Musst über Bande. Willst du, willst du wieder? Nee, mach du mal. Ja, der zweite Versuch von euch. Und dann kommen wir zum dritten Versuch von Eva Jarrett und René Adler. Was ist denn, wenn es geht über Bande, das heißt, man muss... Wie bitte? Ist das dann im Sudden-Death-Verfahren? Wenn... Ja, genau. Aber so weit sind wir noch nicht. Vielleicht schafft es jetzt ja jemand. Wir spielen über Bande, das heißt, das Papierknäuel muss über Bande, über die rote Wand in den Papierkorb. Können wir kurz gucken, ob er die Wand berührt hat? Ich würde das gerne nochmal sehen. Hat er die Wand berührt? Hat er die Wand berührt? Not really. Nee. Ja. Nein, hat er nicht. Gut, euer dritter Versuch und danach kommt der dritte und letzte Versuch von Joko und Klaas. Der war genauso knapp, aber der war diesmal an der Wand. Das können wir uns aber gerne auch noch mal angucken. Ja, das ist ein Trickshot, war das was? Oh, nee. Doch, Moment mal. Aber der war erst am Papierkorb, dann an der Wand und dann rein. Naja, das zählt. An der Wand war über Bande rein. Über Bande, das zählt. Ich mach gerne, aber wenn du bist besser. Also, das ist der letzte Versuch von Joko. Guck mal, ich hab dir den und Klaas. Teamwork. Oder Not und Elend. Teamwork makes the dream work. Kann ich auf 4 Meter Entfernung. Kann ich auch so machen? Du kannst alles machen, was du willst. Er muss nur über Bande rein. In and out hat nicht getroffen. Damit geht die erste Runde an die Herausforderer und von ProSieben gestellten Gegner Evil Jared und Winnie Adler. Wir kommen jetzt zu einem Spiel, das ist großartig, weil das irgendwie ja, glaube ich, jeder mal machen wollte oder vielleicht auch manchmal macht. Und zwar geht es darum, dieses Bierglas über Bande, über bestimmte Entfernungsmarkierung rüber sliden zu lassen. Ganz wichtig ist, wenn ihr das macht, dürft ihr mit Glas und Hand diese Linie nicht überschreiten. Also das ist sozusagen eure Anschwungzone. Und dann seht ihr das hier über die Markierung. Ich zeige euch mal die erste. Leuchtet es auf.
geht immer weiter bis da hinten hin. Also über die Markierung heißt, können wir noch einmal die erste Linie zeigen, dass das Glas in vollem Umfang drüber sein muss. Ist es noch ein Tick drauf, gilt es nicht. Was ist, wenn das Glas da an die Wand zum Beispiel geht? Irgendwie? Ist nicht schlimm. Es darf nur nicht runterfallen. Okay. Ihr könnt es von mir aus auch beim ersten Versuch direkt ganz bis ans Ende sozusagen sliden lassen. Wenn es runterfällt, ist ungültig. Wenn das nicht schafft, ist ungültig. Je weiter ihr hinten seid, ist völlig egal. Also es muss nur in diesem Korridor da landen irgendwo. Ja, genau. Okay. Also über die Linie rüber. Ne? Ja. Über Bande gespielt. Drei Versuche pro Team. Eben gerade die erste Runde haben Joko und Klaas begonnen. René und Evil Jared, ihr startet jetzt. Willst du anfangen? Ja. Ich hab da richtig viel Vertrauen in dich. Okay, ja. Ja, ich glaube, das ist dein Spiel. Ja, ich habe ein bisschen Erfahrung. Aber du nimmst bestimmt das Bierglas und machst es erstmal kaputt und dann. Ja, wegen Evil Jared hatte ich mal Hausverbot im Ritz-Carlton. Wegen so einer ähnlichen Sache. Also du hast das verstanden, aber, ne? Aber das Geile ist, da hinten hat jemand was bestellt zu trinken, aber du solltest nur über diese. So vorgehen. Ja, genau. Du solltest nur über diese Linie. Ah, okay. Okay. Du hattest so viele Freunde, irgendwas kaputt zu machen. Ja. Über diese Linie. Okay. Diese Linie. Ich hole noch mal ein Glas. Wir haben zum Glück ein paar mehr. Aber jetzt sind Joko und Klaas erstmal dran. Euer erster Versuch für diese Distanz. Du hast es verstanden, ne? Das Glas soll nicht da hinten wieder weiter, sondern das nur. Ich bin da körperlich gar nicht in der Lage, deswegen. Egal. Oh! Okay, auch der Versuch hat nicht geklappt. Stell es wieder hin. Jetzt kommt der zweite Versuch von René und von Evil Jared. Hast du daraus gelernt? Ja. Nicht so fest. Nee, also woanders. Oh, das war. Perfekt, geschafft. Ja, gut, aber. Joko, euer zweiter von drei Versuchen. Auch du hast es geschafft, wunderbar. Wir gehen ein bisschen weiter nach hinten. Klaas und Joko, jetzt legt ihr vor. Kacke. Nee. Hat nicht geklappt. Evil Jared und René, ihr seid dran. So nochmal, soll ich es dir nochmal erklären? So ein Zehntel. Ja, nochmal. Okay, also. So, ganz am Ende, ja? Ganz am Ende, nein. Weil die hätten wir noch so ein Looping in die Bahn hätten. Ja. Oh. Ah, super. Shit. Joko, Klaas, euer zweiter Versuch. Denkt dran, ihr müsst diese Runde gewinnen, sonst ist das Spiel verloren. Naja. Nee. Ist nicht rüber. So. Letzter Versuch. Was? Das ist schade. Damit habt ihr das Spiel verloren. Es tut mir leid. Das ist abgeschenkt. Es ist zu Ende. Es tut mir leid. Es ist so. Es hat keiner vermutet, dass ihr so früh scheitert. Vor 7, Bitches. Ja, ist okay, komm. Nehme ich persönlich, ne? Ja, tut mir leid.